Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Far Cry 3. Ich bin schon mal so weit vorgegangen, wie ich brauche. Ach, wo ist denn die Tür? Da ist die Tür. So. Wie angekündigt, Story. 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 Da hinten müssen wir hin. Wenn ich mich noch recht erinnere, ist das eine Stealth-Mission. Kotz. Ich habe gerade die Reikrette dazu gebracht, auf mich zu schießen auf Screen. Weil ich rumgefahren bin und dann bin ich unter ihr Auto gefahren und dann haben sie gemeint, sie müssten mich angreifen. Alles klar, stöpseln wir Holz Telefon aus. Scharfschütze. Hallo Sam. Um die Kommunikation zwischen den Söldnern zu stoppen, musst du die Satellitenschüssel sprengen. Du wirst durch den Bunker müssen. C4 an den Stützstreben ist die einzige Lösung. Danach wirst du Hilfe brauchen. Das Tanklager kann warten. Ich komme dich abholen. Und spar dir etwas C4 für die Metalltür, die den Bunkereingang versperrt, ja? Das ist bestimmt das Sperrgebiet. Es ist sicher verboten, hier zu sein, also wird mir die Uniform auch nicht helfen. Ist das einer? Das ist anscheinend nur ein Stein. Ja. So. 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 Oben steht einer. Da stehen sogar zwei, aber einer ist schon wieder tot. Beide sind tot. Hm? Noch mehr? Da sind alle tot. Hm? Gehen wir mal dran. Schauen wir mal. Aber wir gehen links rum. Weil da ein nettes Tierchen auf mich gewartet hat. Hallo? Lebt hier noch jemand oder sind alle tot? So, dann hätten wir den schon mal ausgeschaltet, den Alarm. Haben wir ein Problem weniger. Diese Türen sind aus Stahl. Sprengstoff wird schon richten. Boah, ich würde mal sagen, gut gelaufen. Ja. Oh Gott. Ich werde Alarm geben. Kannst du gerne. Wieso habe ich eigentlich eine andere Waffe auf einmal? Ach. Versuch's doch. Ich gebe Alarm. Ja, tut's doch, aber ich habe ihn ausgeschaltet. Gehen wir mal rein. Enge Räume bedeuten. Eigentlich. Schrotflinte. Schrotflinte. So. Alter. Komm her. Ich warte nicht nur drauf, dass da einer durch die Tür kommt. Oh Gott. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Falsche Waffe. Oh Gott. Decke? Nee, hoch. Ich soll hochgehen. So. Diese Waffe ist hier drin sehr stark. Falls man es noch nicht gemerkt hat.
Dann laden wir mal nach. Bitte, bitte. Hallo, ich soll aufräumen. Ich habe gehört, ich soll aufräumen. So, Multikill. Wir bremsen ein bisschen. Komm, kommt, ne? Kommt alle her? So. Hui. Läuft ja schon ganz schön hier ab. Böse. Oh. Ich glaube, das war ein Kopfschuss. So. Noch mehr hier. Falls Rosi auf uns wartet. So. Oh Gott. Er hat mich angezündet. Er hat mich angezündet. Er hat mich angezündet. Oh Gott. Ich sterbe. Ich sterbe. So. Ja. Was fällt dir denn ein, mich anzuzünden, Junge? Bist du denn noch richtig im Kopf? Tss. Geh nach oben zur Satellitenschüssel. Oh, Munition. Das Ding ist riesig. Ich hoffe, ich habe genug Sprengstoff. Hinter mir ist einer. Aua! Blöde Köhle. Ich hab nichts gegen Hunde, aber... Die hat mich angegriffen. Darf ich mich doch noch wohl verteidigen und beleidigen? Jetzt hast du gleich keinen Empfang mehr heute. Da. Sam, das war's. Das C4 ist gelegt. Wo bist du? Die Kavallerie kommt, mein Freund. Ich hab schon wieder eine andere Waffe. Und alles wird wunderbar. Ich hab schon wieder eine andere Waffe als eben ausgerüstet. Stirb. Er stirbt dich, der stirbt dich. Oh Gott. Stoß. Zuvor wollte ich gerade sagen, aber... Ich bin gerade total verwirrt. Ich weiß nicht, was los ist heute. Sehr schön. Sam, wo bleibst du? Und falls hier die Musik fehlt, tut's mir leid. Ich hab's ja ausgeschaltet im Menü. Wir sind hier praktisch überlegen. Alter, hat das gerade... Alter! Wieso sind gerade nur 20 FPS? Ich werd wahnsinnig! Ich höre den Hubschrauber, ich höre den Hubschrauber. Oh, wir sind wieder bei 30 FPS, Gott sei Dank. Oh Gott. Hilfe! Sie kommen! Sie kommen! Sie kommen, um mich zu holen. Ich will hier weg. Ich sterbe gleich. Oh nein, oh nein. Verhindere es, warum die... Mein Taxi wartet, tut mir leid. Die Zeit zum Heilen habe ich noch. Sehr schön. Auf und davon. Und bumm. Satellitennetzwerk. Adi. Ich kann nicht zum Flugfeld zurück mit dir hier drin. Wird schon gut gehen. Okay, ich glaube, bei der Mission läuft normalerweise Musik. Aber ich habe sie ja ausgeschaltet wegen... Am Tanklager. Da wird es wieder lustig. Na dann los. 1, 2, 3. Spring! I believe I can... Hui. Erfolg, schwarz malen. Dennis, ich habe meinen Bruder gefunden. Er lebt. Was ist mit Holt? Ich werde ihn umbringen. Er hat meinen Bruder. Riley braucht meine Hilfe. Jason. Du bist
bist ein Rakyat-Krieger. Blicke nicht zurück. Der Gedanke an deine alte Familie macht dich schwach. Er ist mein Bruder. Vergiss nicht, wir sind jetzt deine Familie. Schwarzes Gold ist unsere nächste Mission. Das wollte ich haben. Deswegen bin ich hier gelandet. Sprich mit Sam. Nein, ihr wisst ja, warum ich die Musik ausgeschaltet habe. Wegen Urheberrechtshinweisen, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber ich würde gerne noch was anderes. Hätte ich gerne. Die Stimmen hätte ich gerne noch lauter gedreht, weil das gerade so extrem leise war. Wo sind die Missionen? Wo sind die? Ah, da. Auf zu Camp Delta. Gibt es den Waffenautomaten zufälligerweise? Nein, natürlich nicht. Dann überraschenderweise stürzt heute das Spiel nicht ab. Hat mich gewundert heute. Könnte daran sein, dass eine neue Direct 11-Version draußen ist. Beziehungsweise ich meinen PC ein paar Tage zurückgesetzt habe. Systemtechnisch. Vielleicht liegt es daran. So, wieso gehe ich raus? So, da wollen wir hin. War schön, die Kommunikation. Ich habe es mir schwieriger vorgestellt gerade. Und ich habe schwieriger auch in Erinnerung. Aber es hat sich alles angeboten, mit dem Scharfschützengewehr draußen auszuräumen. Normalerweise alarmiert man alle Leute. So rum heißt es richtig. Oh Gott. Oh Gott, das mit dem Aller tut mir unendlich leid. Das war keine Absicht. Ich habe nichts gegen so Leute. Das hört sich genauso an. Es war böse. Es tut mir leid. Ich wollte es nicht. Und wir gehen. Stirb, Sam. Es tut mir leid. Ich wollte es nicht gesagt haben. Wieso ist das Auto gepanzert? Dein Handwerkszeug? Partykram. Ich freue mich schon lange darauf, die Scheiße hier in die Luft zu jagen, wie wir Amerikaner sagen. Und du bist Amerikaner, Sam? Ja, mein Vater war bei den Navy Seals. Ich wurde geboren, als er in Texas stationiert war. Dann versetzte man ihn nach Deutschland. Oh, Uncle Sam. Ich verstehe. Ja, einer der Gründungsväter, glaube ich. Das solltest du mal nachschlagen. Vergiss es. Verbreiten wir etwas festliche Stimmung. Ja, festliche Stimmung. Wir fahren. Bitte was? Sprich mit Sam. Ich gebe dir mit den MG Deckung. Was? Ich habe das Spiel nicht lauter gedreht, zur Information. Gerade auf mein Headset. Weil mir die Stimmen wieder leise waren. So. 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 Auch die Zeit haben wir noch. Ich glaube, da muss ich Übergabemission. Körperpanzer gekauft. Ich muss. Boah. Okay. Gut, ich kann meine Fähigpunkte nicht alle einsetzen. Wo war denn das letzte, was uns fehlt? Da oben, das konnte ich noch kaufen. Boy Detektoren. So, jetzt haben wir Punkte übrig. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibt es noch insgesamt. Hey! Ey, stirbst du auch mal, Junge? Danke. Der stirbt einfach nicht. Wiedersehen. Und anbringen, bitte. Ich habe schon wieder eine andere Waffe. Scheint ein bisschen rumgezubacken, das Spiel. Oh Gott, Sam ist tot, Sam ist tot, Sam ist tot. Nein. So. Ich
könnte auch noch was anderes gerade machen. Fahren wir erstmal nach rechts unten. Wenn ich besser parken würde. So. Doch, das Helm stellen wir hier hin. Damit er schön schießen kann. Oh Gott. Ich bin tot. So. Nummer 1. Ich brenne. Wieso brenne ich? Ach. Jetzt weiß ich, wie ich nicht brenne. Alter! Och, Junge! Ich bin tot. Weil er nicht schießen wollte. Danke. Wieso stirbt er nicht? So. So. Hallo. Bitte anbringen. Ich habe das gerade nicht verstanden. Alright. Wir hauen ab. Wiedersehen. Wiedersehen. Bitte, bitte, bitte. Gut. Da sind so viele von diesen Lagern. Oh Gott, hinter mir welche, vor mir welche. So. So. Ja, der hat mir gerade die Granate zurückgeworfen. Richtig gesehen. So. Ich bin tot. Da war anscheinend noch einer. Den habe ich komplett übersehen. Danke. Scheiße. Ich hoffe, die zwei haben gezählt. Ich glaube ja. Der ist nämlich so nett und speichert nach jedem. Ja. Meiner nicht unbedingt, aber. So. Ich glaube, ich stehe hier ungünstig. Ich glaube, ich muss einmal um das Haus rum. Dass jedes Mal von vorne der Alarm losgeht. Das war sogar die richtige Seite. So. Jetzt macht's gleich bumm. Wir müssen hier weg, Sam. Schön, dass die Gegner noch nicht gespawnt waren. Nein, 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 das ist komplett blöd. Das wäre die blödeste Idee, die ich hätte. Aus dem Grund. Wenn ich auf das Auto geschossen hätte, wären wir alle draufgegangen. So, jetzt kann er da nämlich reinschießen. Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. So. Leben bitte. So. La-pa-la-pa-la-pa-la. Du hast keine Chance, nicht die geringste. Oh Gott. Heil, 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 heil. Heilen, nicht heil. Oh Gott. Ja. Lad doch nicht mal so lange nach, Junge. Sehr schön, jetzt können wir hier runter und bringen das an. Mann, mein Nerv. Ja, wieso piept das denn immer schneller sofort? Wir verschwinden von hier. Wieso brennen wir? Sehr schön. Eins noch. Du was? Was soll ich hier machen? An das Maschinengewehr. Ich gehe jetzt rein. Okay. Halte Stellung und renn die feindliche Verstärkung, bis Sam wiederkommt. Bitte was?
What? Ich sterbe bestimmt. Wo sind sie denn? Ah, da. Hilfe. Ich dafür gar keine Erfahrungspunkte. Oh fuck, ich bin tot. Und ich habe nichts mehr, ne? Doch. Ich habe das gerade mal ein bisschen abgekürzt. Cool. Oha. Der lebt ja noch. Ah. Habt ihr noch einen Hubschrauber? Willst du mich verarschen? Hier wird alles in die Luft fliegen. Fliehe zusammen mit Sam. Was? Hallo? Was? Warum soll ich die alle töten? Alter. Gut. Der Sieg ist unser! Geschafft! America, fuck yeah! Jetzt noch das Sahnehäubchen. Und heute beim Pokern alle machen. Lass mich nicht hängen. Na, triff mich an Holz Stützpunkt. Okay. Aber wieso wechsel, wenn ich die Waffe wechsle? Ich habe immer eine andere Waffe. Was ist denn das für ein Bug? Erreiche Holzstützpunkt. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge von Far Cry 3. Ich werde jetzt noch kurz Oskin Munition tanken. Und dann hören wir uns morgen wieder, wenn wir bei Holzstützpunkt sind. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ich glaube, ja, ich vergesse das gerne mal. Wenn es doppelt ist, tut's mir leid. Aber dann bis morgen. Ciao.